Alles klar, Bibelklar. Die mir so wichtige Hinterfragung dessen, was ist denn nun eigentlich die feste Speise, die so notwendig ist, von der Paulus schreibt, im Gegensatz zu dem Milchtrinken, zu dem Flaschenkindsein. Wie sieht das aus in geistlicher Hinsicht? In diesem Bild gesprochen kann man ja dann so sich überlegen, ja, bei fester Speise, da muss ich selber anfangen zu kauen und mit meinem Speichel diese Speise durchdringen und dass es mir selber aufgeschlossen wird, ja, hier diese Sache, die kommt in meinen Einflussbereich. Ich selbst reagiere geistgemäß auf was? Ganz besonders auf die Missstände, die Paulus ja dort in der Gemeinde bei den Korinthern unverblümt anspricht. Und da lässt sich denken, man weiß es nicht genau, wie oft mag Paulus den Korinthern gesagt haben, und ihn gleichsam den Teller festes Gericht auf den Tisch gestellt haben, hier bei euch ist noch Zank, Zwietracht, Sünde, fleischlich gesinnt sein, und solange das vorhanden ist, seid ihr nicht geistgereift, mündig, das seid ihr natürlich seelisch, menschlich, teuflisch aufgestellt. Ja, ihr lieben Christenkinder, ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen. Ich erwähne eure sündigen Neigungen nicht hier, um euch nur mal so eine reinzudrücken oder euch niederzumachen. Nein, sondern um euch auf den rechten Weg zu bringen. Ihr seid doch meine geliebten Kinder. Kann ich hineinversetzen, mit was für ein Verlangen der Geist Gottes durch Paulus versucht hat, diese geliebten Kinder aus diesem unmündigen und geistlosgelösten, eigentlich schwachen Zustand des nur Milchverdauenkönnens hineinzubringen in die Mündigkeit eines jetzt, ich gehe selbstständig dem Geist gemäß mit meiner Sünde richtig um. Was mache ich da? Was habe ich da zu machen? Da habe ich selber auf den Geist Gottes in mir zu reagieren, denn er sagt es doch auch so köstlich, prüfet euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und so kann ich auch fragen, prüfe ich mich selbst, ob meine Herzensmotive gereinigt, lauter, heilig sind. Kann ich mich selbst prüfen? Kann ich mich selbst beurteilen? Da fängt Kauen an. Da fängt feste Speise an. Dass ich nicht länger von meiner Menschlichkeit, von meinem Naturell, von meinem Wesen, von meinem, was weiß ich, für verkehrten Gesinnung geprägt einen verkehrten Weg einschlage, sondern den richtigen Weg, dem Sinn Christi gemäß zu leben. Und das bedeutet, dass ich selber mich prüfen und abrechnen kann mit meiner Sündhaftigkeit. Es müsste denn sein, ihr wäret nicht echt. Und genau das ist es, so viel unechtes Christentum, das noch stets in seiner seelischen, fleischlichen Befangenheit, ja, versuchen sie dem Herrn zu dienen, wohl zu gefallen, und sie verstehen nicht, dass sie nicht kräftige Wahrheit über sich selbst akzeptieren können. Geht gar nicht. Wie oft mag Paulus zuvor oder bei anderen Gelegenheiten den Korinthern diese Sache vorgehalten haben? Gucke mal, was ist unter euch noch los? Was ist da noch im Gange? Was finde ich da für Eifersüchteleien, Neid und ach, schlimme Sachen? Das gehört sich doch nicht zu euch. Ja, aber was macht ihr jetzt? Wie reagiert ihr? Bleibt ihr noch weiter davor haften? Kann ich dann wieder nur mit Milch kommen? Na, jetzt schaut's euch doch an. Wollt ihr denn noch immer weitermachen? Wollt ihr denn nicht mal dazu kommen, dass ihr geistgemäß aufräumt, um euch tatsächlich zu bekehren? Wenn nicht,
dann gilt euch, und das gilt den törichten Jungfrauen, und das gilt all den Christen, die es nicht so ernst nehmen mit der Herzensreinigung. Das kann sein, die nehmen das Abendmahl gründlich, öfters. Sie nehmen das Abendmahl, aber sie nehmen nicht das Blut, das sie reinigen kann, weil sie sich selber nicht richtig überprüfen können, weil sie nicht ehrlich genug werden, weil sie nicht klar genug die Maßlatte, den Maßstab des Heiligen Geistes an ihr eigenes Leben anlegen. Denn dann, wenn das so der Fall ist, dass sie ihre Kleider nicht wirklich durch Kauen ihres eigenen Lebens und durch Forschen und Sehen, kehre doch zu mir zurück, heißt es schon im Alten Testament. Und dann sagt er auch, weil ich dich denn reinigen wollte. Und das war Paulus seine Absicht mit den Korinthern. Und du dich nicht reinigen ließest, so sollst du von deiner Unreinigkeit nicht mehr gereinigt werden, bis ich meinen Zorn an dir gestillt habe. Das ist dann wieder furchtbar. Das ist dann für Zurückbleibende. Die erleben einen Zorn Gottes in dem Zurückbleiben. Warum? Es hat ja seine Ursache, hat doch seinen Grund. Weil sie fleischlich, menschlich, natürlich, seelisch geblieben sind, um dem Heiligen Geist nicht zu erlauben, die tiefgreifende, notwendige Veränderung, die nur ein reifer, ein mündig gewordener Christ, der selbstständig fähig ist, mit seiner Sündhaftigkeit ans Licht vor sein Angesicht zu treten und es recht zu machen, recht zu bringen, sein Kleid zu waschen im Blut des Lammes. Da wird gekaut, da wird verdaut, da wird Wahrheit zu sich genommen.